Hallo zusammen, herzlich willkommen bei uns am Blecherhof in Korschenbroich bei der Firma Zkoll. Mein Name ist Michael Zkoll und ich zeige euch heute, wie ihr die Interoperabilität zwischen eurer Microsoft-Umgebung und zum Beispiel den Cisco WebEx Raumsystemen optimieren und verbessern könnt. Es gibt dazu schon bereits ein Video bei uns im Kanal, Klammer auf, habe ich gesagt, dass ihr einen Daumen hoch da lassen sollt und den Kanal abonnieren sollt, Klammer zu, egal. Es gibt dazu bereits ein Video bei uns im Kanal, wie ihr zum Beispiel Microsoft Teams mit eurer WebEx-Plattform verbindet und diese brillante Erfahrung, die ihr in den WebEx-Raumsystemen halt habt, in Microsoft Teams dann ebenfalls nutzen könnt. Heute gehe ich da nochmal am Rande drauf ein. Es gibt da einige Updates, es gibt einiges, was auf uns zukommt. Es geht mir aber vor allen Dingen darum, euch auch zu zeigen, wie ihr die Collaboration-Produkte, die WebEx-Boards in einer Microsoft-Umgebung einbindet und eure Daten teilt. Wir stehen heute in den Räumen vor mehreren Herausforderungen. Alle Meetings oder ein Großteil der Meetings findet hybrid statt. Unsere Teilnehmer sind zu Hause oder überall auf der Welt. Ein Teil ist vielleicht im Raum und wir wollen unsere Ideen austauschen. Und jeder macht zu Hause mit seinem Laptop, mit seinem Headset, mit seiner Kamera in irgendeiner Form Videokonferenz. Im Raum ist das ein bisschen schwieriger. Ich habe viele Kunden hier am Hof, denen ich Videoprodukte zeige und die zum Beispiel, auch wenn sie nicht WebEx-Kunden sind, sondern zum Beispiel Teams-Kunden sind, einfach die Vorteile der WebEx-Hardware in einem Teams-Meeting nutzen wollen. Die Qualität der Anrufe, die Einfachheit der Bedienung, die Funktionen, die die Kameras haben, wie das Speaker-Tracking, wie die Back-Noise-Compensation und ähnliches. Unter anderem zeige ich dann immer das WebEx-Board als All-in-One-Collaboration-Device mit den Videokameras oben drin, mit den Front-Speakern, mit all dem, was es für ein Videomeeting mitbringt. Und natürlich auch mit der interaktiven Arbeit in Whiteboarding-Sessions, dass du mal eben schnell auf DWG-Pläne, auf PowerPoints oder irgendwas annotieren kannst, das gemeinsam mit dem Team besprechen kannst, per Video teilen kannst. Und dann kommt die Frage, geht das denn auch in Microsoft Teams? Oder geht das auch in einer Microsoft-Umgebung? Wo gehen denn diese Whiteboards, die ich hier bearbeite, wo gehen die denn hin? Und das war bisher immer so, dass man dann gesagt hat, ja, in WebEx. Du musst eigentlich WebEx haben, um da dran zu kommen. Und das ist heute definitiv anders. Und viele Kunden, die zu mir kommen und zum Beispiel sich ein interaktives Collaboration-Display in einem Microsoft-Umfeld vorstellen, denen zeige ich hier verschiedene Produkte von verschiedenen Herstellern. Und die kommt trotzdem hier hin. Und dieser Punkt, wo es dann stoppte, wie komme ich an die Daten dran, der ist heute beseitigt und das Problem ist gelöst. Das zeige ich euch. Okay, was ihr hier jetzt wieder seht, ist die Oberfläche von meinem WebExport. Ihr seht direkt hier den ersten Punkt für die Integration. Ich habe momentan, ihr wackelt, hört mal auf zu wackeln. Ich habe hier schon momentan zwei Meetings drauf, die habe ich im Vorfeld geplant und ihr seht schon, wie die Integration funktionieren kann. Das heißt, jetzt gleich steht hier ein Meeting an um 13 Uhr und ihr seht an der kleinen Bubble hier vorne, das ist ein Microsoft Teams Meeting. Und darunter um Punkt 13.30 Uhr findet das nächste Meeting statt. Das ist ein Cisco WebEx Meeting. Das bedeutet also, das Cisco Video Device kann nahtlos von einem Meeting in das andere in verschiedene Plattformen einwählen und immer mit nur dieser einen Taste beitreten, feuerfrei und du bist in dem Meeting. Und die gesamte Bedienführung auch im Meeting, Layouts, Lautstärkeeinstellungen und ähnliches ist identisch. Das funktioniert derzeit in Cisco WebEx. Das funktioniert, natürlich funktioniert es in Cisco WebEx. Überrascht euch das, dass das WebEx-Board in WebEx-Calls durchführen kann? Es funktioniert in Microsoft Teams. Es funktioniert in Google Meet. Und es funktioniert über einen kleinen Umweg in Zoom. Da kommt in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr. Es wird auch leichter werden, diese Welten zu verknüpfen. Jetzt aktuell braucht ihr zum Beispiel, um das mit Microsoft Teams zu machen, zumindest die Kalenderintegration, dass ihr eben den Raum mitbucht. Ihr könntet nicht manuell in ein Microsoft Teams Meeting einwählen, sondern es muss ein gebuchtes Meeting sein. Es gibt dafür zwei verschiedene Wege. Schaut euch gerne das Video an. Es gibt den kostenfreien Weg über WebRTC. Es gibt einen kostenpflichtigen Weg über ein Cloud Gateway, das CVI Gateway oder WIMT, Video Interop, Microsoft, fragt mich nicht. Über das WIMT Gateway, da habt ihr eine Cloud-Lizenz und darüber geht das. Für das Thema WebRTC war es bisher so, dass wir relativ limitiert waren in den Funktionen. Das wird sich in den nächsten Wochen ändern. Da kommt mehr und mehr auch in diese Richtung. Kommen wir aber bestimmt gleich nochmal dazu und bleibt auf Empfang, da passiert relativ viel. Also,
Operation ist da, ne? Microsoft Teams Meeting, Cisco Webex Meeting, jetzt beitreten, Feuer frei. Jetzt kommen wir an den Punkt, den ich vorhin ansprach. Ich mache eine Whiteboarding Session. Und ich möchte jetzt diese Whiteboards, die ich hier mache, die ich mit meinem Stift entsprechend bearbeite, die möchte ich gerne speichern. Und bisher war es so, dass ihr für Speichern hier unten drauf gegangen seid und er fragt euch dann nach eurem Webex-Space, wo ihr das speichern würdet. Das lösen wir jetzt anders. Ihr findet auf dem Webex-Board neu einen Button, der heißt Dateien. Das würdet ihr normalerweise vor einer Session zum Beispiel machen. Und würdet in dem Ordner Dateien die Whiteboards wiederfinden, die wir gerade bearbeitet haben. Hier zum Beispiel das Whiteboard, in dem ich gerade war. Und links unten, ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Genau. Links unten findet ihr einen Punkt, der heißt mit Server verbinden. Wenn ihr da drauf geht, bekommt ihr direkt die Login-Daten für euer Microsoft OneDrive-Konto. Wer von euch Office 365 nutzt, hat ein OneDrive-Konto, wo er zum Beispiel seine persönlichen Dateien ablegt, die ihr synchron habt auf eurem Rechner, wegen ihr auf dem Smartphone und dann auch, wenn ihr euch angemeldet habt, auf dem Webex-Board. Das heißt, ich gehe hier hin und melde mich mit meinen Credentials an. Einen Augenblick, das schneide ich kurz und gehe dann, sobald ich die Daten eingegeben habe, auf Anmelden. Der fragt mich, ob er angemeldet bleiben soll auf dem Board. Das tut er nicht. Geht das Board nach einem Standby, das heißt, er kennt, es sind keine Personen mehr da, loggt er euch aus. Da kommt keiner dran an eure Daten. Das, was jetzt passiert, ist, dass er hier einen neuen Ordner aufgemacht hat. Das heißt, gerade eben hatten wir hier oben unsere Whiteboards und jetzt haben wir hier unten einen neuen Ordner mit unseren, ich mache das immer in die falsche Richtung, mit unserem OneDrive von Michael Skoll. Wenn ich da drauf gehe, sehe ich bereits Dateien, die ich hochgeladen hatte. Das sind Dateien, die auf meinem OneDrive liegen, die ich zum Beispiel jetzt auch hier mir aufrufen kann, um sie mir direkt auf dem Board anzuzeigen. Ich öffne also keine Dateien irgendwo aus einem Webex-Space, sondern sofort, in dem Fall jetzt, glaube ich, eine PowerPoint oder eine PDF, aus meinem OneDrive heraus. Und das Gleiche würde ich jetzt machen und würde den Weg gehen, dass ich sage, okay, Personal Folder, habe hier einen Ordner, der heißt Whiteboards, den habe ich mir angelegt und habe hier unten einen Punkt, Ihre Arbeit importieren. Und öffne mir jetzt ein Fenster mit den aktuellen Whiteboards, die auf dem Webex-Board liegen. Zum Beispiel das, was wir gerade eben bearbeitet haben, das wähle ich aus und lade das in mein OneDrive entsprechend hoch. Und habe dann, wenn ich euch einmal hier mit rumnehme und wenn ich euch da mitnehme an den Laptop, dann bin ich hier bereits in mein OneDrive entsprechend eingeloggt, habe dort meinen Ordner Whiteboards und habe hier unten die Whiteboards, die wir gerade eben hochgeladen haben vom Webex-Board. Das heißt genau die Seite, die ich im Meetingraum auf dem Webex-Board bearbeitet hatte. Das ist natürlich noch cooler, wenn man zum Beispiel hingeht und sagt, ich habe einen geteilten Inhalt, in dem Fall von meinem Laptop. Das ist eine PowerPoint-Präsentation, die auf meinem Laptop liegt, die ich direkt über das Webex-Board annotiere. Und dann genauso wieder hingehe, sage, okay, Dateien. Personal Folder, bin ich schon, Whiteboards, Ihre Arbeit importieren, rein damit. Und das liegt genauso dann auf meinem Laptop, auf dem OneDrive. Das mache ich nicht für jedes Chart einzeln, das habe ich jetzt gerade so gezeigt. Normalerweise würde ich eine komplette Session machen. Ich rufe Dateien auf, ihr teilt von eurem Laptop, ich teile von meinem Laptop drahtlos, wir beschriften die alle. Wir haben eine komplette Whiteboarding-Session mit verschiedenen Whiteboards. Und am Ende sagen wir, speichere das bitte in mein persönliches OneDrive und ich schicke euch das nachher per Mail. Oder verknüpfe das mit unserem Microsoft Teams-Raum. Das Coole ist, für uns alle am Rechner ist das eine PDF. Gehen wir jetzt das nächste Mal in unseren Meetingraum und öffnen diese PDF, zum Beispiel hier eine, die ich gestern gemacht habe, öffnen diese PDF wieder am Webex-Board, dann kann ich das, was ich dort gemacht habe, wieder annotieren. Das heißt, wir arbeiten da weiter, wo wir im letzten Jourfix aufgehört haben, löschen Dinge, fügen Dinge hinzu und speichern die wieder zurück ins OneDrive.
Das ist eine krasse Nummer. Das gibt uns nochmal die Möglichkeit, wesentlich stärker, wesentlich intensiver mit den Webex-Boards nicht nur an Microsoft Teams Calls zum Beispiel teilzunehmen, sondern tatsächlich auch unsere Inhalte, unsere Dateien in einem reinen Microsoft-Umfeld zu teilen. Und ihr seht hier im Hintergrund das neue Room OS 11, was bei uns schon als Beta läuft, wo wir mit Applikationen arbeiten, wo wir zum Beispiel Miro auf dem Board haben und dort Charts direkt auf dem Board öffnen können und gemeinsam bearbeiten können. Oder auch so ein Button, vielleicht als eine kleine Aussicht. Ein Button, der heißt Office Home. Hier nochmal ganz kurz gezeigt an meiner Desk Mini, wo gerade eben im Hintergrund das beim Webex Board hakte. Denkt daran, das Webex Board ist noch eine Vorserie, was da bei uns steht. Ne? Das ist im November letzten Jahres schon gekommen. Hier bei der Desk Mini sogar sehr schön mit dem Microsoft Logo. Ich gehe auf das Office Home und bekomme dann wirklich komplett angezeigt meine gesamten aktuellen Dokumente. Das heißt, ich habe direkten Zugriff auf mein O365-Konto mit Word, mit Excel, mit PowerPoint, mit meinen E-Mails. Und genauso zum Beispiel auch im Kleinen dort im Hintergrund mit der Microsoft Teams Bubble. Aber der Weg ist ganz klar. Wir werden mehr und mehr Apps und Anwendungen bekommen, die wir direkt auf dem Board hinterlegen, die wir direkt vom Board starten und womit wir mit diesen Boards nativ in unseren Landschaften, egal ob das jetzt Microsoft Office 365 oder was auch immer ist, arbeiten können und Daten austauschen können. Und das sowohl on-premise, ihr seid hier im Raum, wir teilen das nur, als auch in der Videokonferenz, dass wir diese Inhalte, diese Themen in der laufenden Videokonferenz teilen und sharen. Wer das ausprobieren möchte, ihr wisst, wir haben immer das ein oder andere an EFTs, Early Field Trials hier, an Betas hier. Es ist aber auch cool, vieles von dem einfach mal zu testen, was eigentlich schon gängige Praxis ist, einfach weil man es mal vielleicht hier anders ausprobieren kann, als wenn man das Produkt nur irgendwo mal an der Wand hängen sieht. Nutzt das gern. Wir bieten auch in den kommenden Wochen wieder Hands-on-Sessions an, wo wir euch live und virtuell über den Telepräsenzroboter, unsere Ava einladen und uns solche Sachen ansehen. Wenn es Fragen dazu gibt, nutzt gerne die Kommentarfunktion oder schreibt mich per Webex oder per Mail an. Und dann sehen wir uns hier in Korschenbruch am Becherhof. Bis dahin, viel Spaß.